Also hier Mittag in der Buschungsstraße in Wiesbadener Stadtteil Wiesbaden-Erbenheim sind wir als Rettungskräfte der Feuerwehr sowie auch vom Rettungsdienst alarmiert worden gegen 13.40 Uhr. Hier wurde gemeldet ein Feuer im Gebäude sowie eine starke Rauchentwicklung. Und es war zu dem Zeitpunkt schon abzusehen, dass sich hier überwiegend ältere Personen aufhalten, die teilweise auch mit Gehbehinderungen hier in den Wohnungen versehen sind. Als wir hier eintrafen, war mit einer starken Rauchentwicklung zu versehen. Nicht nur in der Brandwohnung selbst, sondern auch in den ganzen Treppenraum. Die Problematik war, dass halt das Gebäude an sich sehr verwinkelt ist und mehrere Verbindungstüren in den Treppenräumen, in den einzelnen Fluren offen gehalten wurden, teilweise durch Keile, die unter die Türe geschoben wurden. Damit konnte sich der Rauch ungehindert in sämtliche Ecken ausbreiten und wir hatten hier das Problem, dass mehrere Personen im Gebäude eingefangen waren. Vom Feuer selbst war es im ersten Obergeschoss ausgebrochen an der Küche. Der Anwohner selbst hatte noch versucht, beim Eintreffen der Feuerwehr das Feuer selbst zu löschen, das aber fehlgeschlagen ist und wir ihn dann zurückziehen konnten aus der Brandwohnung heraus und mittels einem Strahlrohr das Feuer löschen konnten. Von den Personen an sich sind insgesamt 27 Personen hier von den Rettungskräften evakuiert worden. Dabei sind 4 Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Wiesbadener Kliniken verbracht worden. Sachschaden in Verbindung mit der Polizei wird im Moment ermittelt, ca. 15.000 Euro. Als Kräfte war hier die Berufsfeuerwehr aus dem Bereich der Feuerwehr 3 in Bierstadt, die Feuerwehr 2 im Bereich aus Kastell sowie Unterstützung der Feuerwehr 1. Hinzu kamen, dass die Freiwillige Feuerwehr hier aus dem Stadtteil Erbenheim, unterstützt durch die Stadtteile Nordenstadt, Bierstadt, hier versehen waren. Insgesamt mit den Einsatzkräften Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Betreuungsgruppe vom Rettungsdienst und der Seelsorge in Notfall, die wir hier vor Ort hatten, waren wir ca. 60, 65 Einsatzkräfte.